Du meinst Dürgans Batterie? No, but I've heard that name a lot around here. Nein, aber diesen Namen habe ich schon häufig I'm gehört. looking for the Abbey of the Fallen Moon. It's an obscure temple dedicated to Andra. Ich suche nach der Abtei des gefallenen Mondes, einem obskuren Tempel, der Ondra geweiht ist. Warum suchst du nach der I'm a Abtei? gift bearer. My job is to gather tokens of things people want forgotten and surrender them to the Lady of Lament. Ich bin eine Gabenbringerin. Meine Aufgabe ist es, der Fürstin der klaren Erinnerungsstücke an Dinge zu überlassen, die die Leute vergessen wollen. Best place to do that is the Abbey of the Fallen Moon. Das geht am besten in der Abtei des gefallenen Mondes. Was für Erinnerungsstücke nimmst du ab? Anything that represents a moment or a memory someone wishes to leave behind. Alles was für Augenblicke und Erinnerungen steht, die jemand hinter sich lassen möchte. Love notes, awkward family heirlooms, bad poetry, the kinds of things you want to forget. Liebesbriefe, seltsame Familienerbstücke, miserable Gedichte, Dinge, die man vergessen will. I Aha. might be here a while. Half the villagers have never heard of the Abbey, and the ones that have, no one knows where it is. Ich werde wohl eine Weile hier sein. Die Hälfte der Dorfbewohner hat noch nie von der Abtei gehört. Und die anderen, die es haben, wissen nicht, wo sie So ist. I'm trying to think of this as an extended holiday. In a remote mining village that smells like fish. Ich versuche also, das einfach als erweiterten Urlaub anzusehen, in einem entlegenen Bergdorf, das nach Fisch stinkt. Ich habe Geschäfte dagegen zu erledigen. Wir können gemeinsam You reisen. won't regret it. I've got a lovely singing Du voice. wirst es nicht bereuen, ich kann wirklich gut I singen. like her already. Ich mag sie jetzt schon, sagt Kanna. Okay, jetzt habe ich auch Manea, die Barbarin. Last der Erinnerung. Manea, eine Gabenbringerin, und das sucht eine verborgene Abtei, in der Ordenriten Dinge ablegen, die vergessen werden sollen. Ich bin einer Gabenbringerin namens Manea begegnet. Sie suchen aber Abtei des gefallenen Mondes, einem geheimen Ordenritentempel, in dem sie mehrere Erinnerungsstücke ablegen soll. Sie hat mir in der Hoffnung, sich mir in der Hoffnung angeschlossen, dass wir diesen Ort auf unseren Reisen finden. Gut, hier waren wir ja eigentlich schon mal. Hier draußen. Gehen wir erstmal hier hoch zu den Minenschächten. Oh, hier sind kleine Schmelzöfen. Diese Schmelzen wurden schon seit einer Weile nicht verwendet. Hammer und Meißel und eine eingestürzte Mine. Jetzt haben wir hier noch Tyriks Haus und die Donas Wagen und dann das Gräfennest. Der Orlando verbeugt sich. Ah, die Abenteurerin, die das Dorf gerettet hat. Wie gnädig von dir, meine bescheidenen Wagen aufzusuchen. Ich bin Iduran. Wie läuft das Geschäft? Er deutet auf das Dorf um sich herum. Schlecht, sieh dich um. Mit Fellen und Fischen verdient man nicht viel Geld. Ich bin in die Weißmark gekommen, weil ich dachte, es gäbe hier keine Konkurrenz. Die gibt es auch nicht, aber nur weil es auch keine Kunden gibt. Möchtest du Geschäfte machen? Wenn du kein Geld verdienst, warum bleibst du dann hier? Er senkt den Blick. Ich habe meinen Freunden und meiner Familie von meinem gesicherten Reichtum vorgeschwärmt. Wenn ich aufgebe und mit leeren Händen zurückkehre, dann. Er ballt die Hände zu Fäusten. Nein, das darf nicht sein. Ich gebe noch nicht auf. Dann zeig, was du zu verkaufen hast. Gewand von Wales Augen. Leichte Rüstung. Wäre was für unseren Mönch. Außergewöhnlicher Marbogen. Verlockende Perfektion, aber minus 2 Intellekt und Entschlossenheit. Rumspecs wachsamer Umhang MK2. Feinde werden zum Flankieren gebraucht. Ah, das heißt, man kann sie schlechter flankiert und plus 2 Wahrnehmung. Wegen der Abwehr ist so klar. Genauigkeit, wenn unter 50 Ausdauer. Verteidigung gegen Krankheit, Giftangriffe. Plus 5 Genauigkeit durch Panzerhandschuh. Tränke und so weiter. Wird natürlich alles bei mir wieder abgeladen. Ja, erstmal nichts. Gut.
Außer dem, was ich jetzt gerade geholt habe. So. How about that? Oh, hier ist ein Geheimnis. Silberlusken. Diese Händlerin Fera muss wohl dieselbe, das, in dasselbe Gitter geraten sein wie du. Oh, Fleisch. Und ich muss halt noch überlegen, wen ich hier eintauschen will gegen unsere beiden neuen. Yes. It must be soon. 2 days, no more. Es muss bald sein, höchstens 2 Tage noch. Dieser Zwerg starrt gedankenverloren in das Feuer und pafft langsam an seiner Pfeife. Als sie ihn grüßt, erschrickt er sich und seine Pfeife fällt zu Boden. Sorry. Didn't hear you come in. My ears aren't what they used to be. Tut mir leid, ich habe dich nicht kommen hören. Meine Ohren sind nicht mehr die besten. Okay. Wer bist du? I'm Thiersch. I've lived here long enough that Kith have started calling me the old hunter. And that's about all I can say for myself. Ich bin Thiersch. Ich lebe hier schon so lange, dass die Gestanden mich den alten Jäger nennen. Mehr gibt es über mich nichts zu sagen. Oder kaum zu sagen. Bist du Wasn't verletzt? the ogres, I can tell you that. Put a few arrows in one of those and they generally have the good sense to back off. Es war nicht die Ogre, das kann ich dir sagen. Wenn man denen ein paar Pfeile verpasst, sind sie meistens gut genug, sich But I've been hunting this wolf for near a year now. A man-eater. Cunning, nasty thing. Every time I get close, it just slips away. Aber ich jage seit fast einem Jahr diesen Wolf, ein Menschenfresser, ein listiges, gemeines Ding. Jedes Mal, wenn ich ihm nahe komme, entwischt er. The beast has already claimed many lives. The first victim was my son, Saldrin. Die Bestie hat bereits viele Leben gefordert. Das erste Opfer war mein Sohn Suldrun. Tirs blickt einen Augenblick lang auf seine Pfeife hinab, seine Gesichtszüge werden hart. Got the better of me this last time. Distracted me long enough for one of its kin to turn up. Nearly bit me clean in half. I'm a few weeks out from trying again. Dieses Mal hat er mich überlistet. Er hat mich lang genug abgelenkt, dass ein zweiter mich überraschen konnte. Er hat mich fast in zwei gebissen. Er verzieht das Gesicht. Ich kann es erst in ein paar Wochen wieder versuchen. Das Ding ist ein Wolf, sagst no du? Ordinary wolf. A monster. This creature is big. And I see the signs it leaves behind. The mess it made to the last couple of hunters and Kein gewöhnlicher Wolf, ein Monster. Diese Kreatur ist groß und ich sehe die Spur, die sie hinterlässt. Wie sie die letzten paar Jäger zurückgerichtet hat und die Elche. Doesn't always finish its meals. Damn thing might be sick. Might have a bullet in its jaw. Something. Er frisst seine Beute nicht immer auf. Das verfluchte Ding könnte krank sein. Vielleicht steckt ihm eine Kugel im Kiefer oder so etwas. In any case, it needs to be put down. Wie dem auch sei, es muss getötet werden. Wo finde ich diese Bestie? It roams the Russet Wood out to the west. Seems to have decided the lake is a good place to find prey. Er streift durch den Rotwald. Offenbar hat er entschieden, dass der See ein gutes Jagdrevier ist. It's picked off some scattered ogres from time to time. But mostly it's been going after hunters. Gelegentlich tötet er ein paar vereinzelte Ogre, aber meistens macht er Jagd auf Jägerreisende. Kannst du mir etwas über deine früheren Begegnungen sagen? Nothing to tell. Near misses, all of them. One time he clambered right up the cliffs to avoid my snares. Another time he chased a bear into my camp. Es gibt nichts zu sagen, er ist mir immer knapp entwischt. Einmal ist er die Klippen hinaufgeklettert, um meinen Fall zu entgehen. Ein anderes Mal hat er einen Bären in mein Lager gehetzt. I nearly had him once. I could hear him below, eating. And I had the gun aimed right for him.
until the wind changed. Einmal hatte ich ihn fast. Ich konnte ihn unter mir hören, wie er fraß. Ich hatte mein Gewehr genau auf ihn gerichtet, bis der Wind sich drehte. Was ein Pech. He charged headlong into the tree to get at me. Nearly knocked me off my perch. And when I righted myself, he was gone. Er ist mit dem Kopf voraus gegen den Baum gerannt, um mich zu kriegen. Er hat mich fast von meinem Ast geworfen. Und als ich mich wieder aufrichtete, war er fort. Ich werde die Augen offen halten. He's doing. But I warn you, this beast is not to be trifled with. It must make its lair somewhere to the west. If you mean to go there, keep your wits about you. Es muss getan werden, aber ich warne dich, mit dieser Bestie ist nicht zu spaßen. Sie muss ihr Revier irgendwo im Westen haben. Falls du vorhast, dorthin zu gehen, sei auf der Hut. Watch yourself on the mountain. In these lean times, everything looks like prey to something. Sei vorsichtig auf dem Berg. In diesen harten Zeiten sieht für manche Kreaturen alles nach Beute aus. Ich habe einige Coming Fragen. To your elders for advice, is it? What can I do for you? Du wirst Rat des Alters einholen, nehme ich an. Was kann ich für dich tun? Taylor sagt, ich soll mit dir sprechen, bevor ich zu den Langsichtfällen gehe. Und ein Glück war es. Bei den heißen Quellen nördlich der Straße wimmelt es von Lagofett. Es überrascht mich, dass Taylor dort draußen war. Eines musst du über Lagofett wissen. Sie sind schnell und die Kälte macht ihnen nichts aus. Du musst also einen anderen Angriffspunkt finden. Ihm scheint etwas einzufallen. Er klopft seine Taschen ab, die Pfeile zwischen die Zähne geklemmt. Die Pfeife wahrscheinlich. Die hier kannst du vielleicht brauchen, wenn du in Schwierigkeiten gerätst. Er reicht dir ein paar verschlossene Flaschen. Der alte Jäger mustert dich von oben bis unten und pafft an seine Pfeife. Zwei Spiegelbildflaschen. Aber wenn ich ehrlich bin, brauchst du sie vielleicht gar nicht. Du hattest mit den Ogern wenig Mühe und du siehst aus, als könntest du es mit diesem Lagofett aufnehmen. Er tippt seine Pfeifen Asche in das Feuer. Was kannst du mir über Stalwart sagen? Ich kann dir sagen, es wird nicht hier viel länger sein, wenn Dinge so weitergehen. With the mines closed, we've lost what put us on the map in the first place. Ich kann dir sagen, dass es nicht mehr lange existieren wird, wenn es so weitergeht. Mit den Minen haben wir den einzigen Grund verloren, warum wir je auf einer Karte eingezeichnet waren. We're losing people every month. Too many mouths to feed and not enough to support them. Even the game's dwindling. Wir verlieren jeden Monat Leute, zu viele Mäuler zu füttern und nicht genug, um sie zu unterstützen. Selbst das Wild wird weniger. I've been lucky. I have hides and horns enough to keep the traders happy, but now the ogres are picking the rest of us off. Tirsk grunzt, ich hatte Glück, ich habe genug Felle und Hörner, um die Händler bei Laune zu halten. Aber jetzt erledigen die Ogre uns einen nach den anderen. Was kannst du mir dem Ogre sagen? Nur, dass sie wieder und wieder gewaltsam angreifen und um uns zu verjagen oder einfach zu töten. The moment we started looking into Durgan's battery, it was like we kicked a hornet's nest. Kaum fingen wir an, uns in Durgans Batterie umzusehen, war es, als hätten wir in ein Wespennest gestochen. Made a good showing against that last group, by the way. I think you've given them reason to think twice about coming back. Das war übrigens recht beeindruckend, wie du die letzte Gruppe abgefertigt hast. Die werden es sich zweimal überlegen, ob sie noch einmal wiederkommen. Warum gibt es so wenig zu jagen? It's been a colder season than usual, and the elk herds aren't faring well. We're stuck fighting with the ogre clans and the wolves over what's left. Es ist ungewöhnlich kalt. Die Elchherden leiden darunter. Wir müssen uns mit den Ogre klar zu den Wölfen um das wenige streiten, was noch da ist. Not to mention the occasional beast. We've lost a lot of young hunters. Und immer wieder irgendwelche Bestien. Wir haben viele junge Jäger verloren. Hat das Vermächtnis auf Stalwart getroffen? It has. We had some hope in the early days that we'd be spared. Isolated as we are, that hope died in a hurry. Ja, anfangs hatten wir etwas Hoffnung, dass wir verschont blieben, so abgeschieden wie wir liegen. Diese Hoffnung hielt nicht lange. Not everyone's been so unlucky, of course. You'll see a few pampered sprats around. Natürlich hat nicht jeder sein Pech gehabt. Du wirst einige verwöhnte Bengel herumlaufen sehen. Wenn man sie wie Edelsteine behandelt, werden sie nicht schneller groß. Im Gegenteil. Obwohl er leise lacht, liegt in seinem Gesichtszügen eine plötzliche Trauer. Mehr habe ich nicht. Gerade. Tirs neigt als Antwort nur den Kopf. Er klopft sein Pfeife aus. Leb wohl. Ja, manchmal verstehe ich es nicht ganz. Die Gunst des Jägers, das lesen wir in der nächsten Aufnahmesession. Wir speichern jetzt erstmal. Ja, was ich gerade sagen wollte, also das ist jetzt Let's Play 41.
Das will ich wieder zu sehr überziehen. Was ich gerade noch sagen wollte, manchmal verstehe ich es nicht ganz, wie sie sich das mit der Synchronisation gedacht haben. Ich meine, manche Passagen, gerade hier bei ihm ist es mir wieder aufgefallen, sind einfach nicht synchronisiert. Aber dann redet er auch wieder zu viel, obwohl er eigentlich nur ein Nebencharakter ist. Ich frage mich, warum sie gerade ihn synchronisieren und nicht andere. Warum sie zum Beispiel meine Leute synchronisieren, ist klar. Aber warum sie jetzt ihn synchronisiert haben und auch nur teilweise, verstehe ich nicht ganz. Aber ja, das sind so die Rätsel der Entwickler. So, jetzt aber erstmal einen Cut. Also, bis gleich.